Servus zusammen und willkommen zu einer neuen Folge EA Sports PGA Tour hier bei mir auf dem Kanal. Und ihr seht es, wir sind im Karrieremodus sozusagen. Das heißt, die vierte Runde US Open steht noch an und die wollen wir heute spielen. Also legen wir auch gleich mal los. Er ist im Trikot für den vierten Spieltag und wir liegen ja ganz, ganz gut. Also lasst uns in the Country Club gehen, an den ersten Abschlag und the final round spielen. 3 days of competition have led us to this Sunday. And for one solitary golfer in the field, today's the day. Today's the day that a new chapter will be written in major championship history. Today's the day that legends are born or amplified. Today, perhaps, will be the culmination of a lifetime's worth of dreams. Today is the final round of the United States Open. Jo, dann dürfen wir ja mal gespannt sein. EA Sports and the PGA Tour so proud to present the season-long race for the FedEx Cup. From the Country Club at Brookline in Chestnut Hill, Massachusetts, live final round coverage of the United States Open. Well, we have already seen three scintillating, sometimes spectacular rounds of golf. By the time twilight comes calling later today, we will have a champion as we check the Sunday leaderboard. Our leader here on this Sunday is our featured golfer. He's on top by one entering play. So, wir haben eine 64, 68, 69 gespielt. Böse Zungen könnten jetzt behaupten, oh je, er wird ja immer schlechter. Also man muss schon ganz klar sagen, die Tendenz ist eher nach unten. Aber wir schauen noch mal ganz kurz aufs Leaderboard, denn da stehen wir, so wie ich sehe, ja ganz oben. Und Matt Kuchar minus 1, der Rest ist erstmal auf Even Par. Aaron Wise holt hier ganz schön auf, so wie es aussieht. Aber nichtsdestoweniger, ja, schauen wir einfach mal, wie wir durchkommen. Wir müssen uns auf jeden Fall konzentrieren und versuchen, diesen Titel vielleicht ins Regal zu holen, diese schöne Trophäe. Freunde, lasst uns loslegen. Wir gucken, wie wir den Ball wieder am geschicktesten reinspielen. Okay, wir haben ganz schön Wind von der linken Seite. Das heißt, wir werden jetzt hier rechts anspielen, denke ich. Ja, und dann sollte er doch hoffentlich da reinrollen. Okay, Freunde, wir nehmen die Sichtweise an. Ich wünsche uns allen eine spannende Finalrunde bei der US Open und wünsche uns allen ein schönes Spiel. And that's a good way to start this final round. It's in the fairway at the first. Jo, damit können wir erstmal anfangen. Gotta think this an extra half club or more as he sets for a second into the wind. Ja, wir haben Gegenwind. Wir haben Gegenwind und er sagt, wir sollen einen Schläger mehr nehmen. Ich tue mich da gerade ein bisschen schwer. Denn wenn wir den hier reinspielen, dann müsste er doch auch bis dahin rollen eigentlich. Das Grün ist ewig lang. Es müsste dann nach rechts rüberrollen. Das Hybrid macht mir wieder Sorge, weil das könnte schon wieder ein wenig zu viel sein. Okay. Es könnte schon wieder etwas zu viel sein. Deswegen werden wir den auch etwas low spielen, damit er ein bisschen mehr rollt. Oh, er geht aber nach links anstatt nach rechts. Aber okay, das Grün drückt ihn ein bisschen rüber. Und wir sollten doch hoffentlich Green in Regulation. Okay, sehr gut. Noah Begay is down on the first green, looking at this for birdie. And a very makeable look here, not too much undulation at all, maybe just a slight move to the right. Ja, gut, also wir sind ziemlich eben, das heißt, wir geben ein bisschen mit. Das Ganze bricht von links nach rechts. Ja, wir werden hier
so, denke ich, anhalten. Aber dann doch wieder ein kleines bisschen kürzer, damit er nicht zu sehr über das Loch hinausrollt. Ja, der geht rechts vorbei. Das sind nochmal 6 Fuß. Ah, 4 Fuß, okay. Okay. So. Der ist dann doch ganz schön noch gelaufen. Jo. Well done. That is in for a par here at the first. Ja, erstmal mit dem Par starten. Die anderen müssen ja aufholen und oh, Matsuyama hat bereits aufgeholt. Forthcoming here at the par 3 second, and this is no ordinary par 3. 275 yards is the listed distance. Add in 5 bunkers around a severely sloped green and you'd happily take a par and sprint to the third tee. Ja, okay, diesmal haben wir Rückenwind. Ich tue mich aber trotzdem schwer, weil das letzte Mal hat es ja auch nicht funktioniert. Rückenwind und ziemlich reindrohen. Ziemlich drohen. Ja, aber ich überlege gerade, ist er nicht vor im Bunker liegen geblieben? Okay, die Kurve ist jedenfalls erstmal nicht so schlecht. Er wird hier bremsen und hier hochrollen und komm, bleib. Ja, okay. First cut. I think he expected a little more help from that wind. This ball doesn't even get there. So, first cut, das heißt, da können wir ein bisschen hoffentlich besser pitchen. Ja, 97 bis 100, also das heißt, wir können gut pitchen. 14. Wir nehmen 5 weg, dann machen wir 9. Jetzt schaue ich aber gerade, das Feld da vorne ist eine kleine Welle. Es fällt nach links, aber da pitchen wir eigentlich drüber. Da pitchen wir eigentlich drüber. Ja, wird aber trotzdem vermutlich nach rechts brechen. Okay. Ja, läuft mir ein bisschen zu viel. Ich hätte ein bisschen höher anspielen sollen. Ja, er wirkt zufrieden, aber ich nicht ganz so. Aber der Putt ist eigentlich machbar. Der Putt ist machbar. Ja, es geht ein kleines bisschen bergab. Kleines bisschen bergab. Rechte Lochkante wie gewohnt. Und dann sollte der doch eigentlich gut hinkommen. Oh nee, der läuft übers Loch. Oh nee, zu schnell, natürlich zu schnell gepattet. Gleich am Anfang dieser Fehler. Da waren wir uns zu sicher. Da waren wir uns zu sicher. Natürlich, klar, ging ein kleines bisschen bergab. Und ich gebe ihm auch noch einen mit, damit er dann fast durchrollt und das Break überhaupt nicht annimmt. Yeah, that's a good putt, but it is for bogey here at the second. Oh, he'll fall back to 8 under par. Well, hitting it straight is the name of the game here at the third. It's a fairly long hole, just over 500 yards, a par 4. But still, you want to position yourself, keep it in the short grass, and that way you come at the hole location from a good angle. Ja, es bewahrheitet sich immer wieder. The drive is for the show and the putt is for the money. Soll heißen, wir müssen auf dem Grün konzentrierter sein. Es hilft nichts. Wir müssen konzentrierter auf dem Grün sein und genau überlegen, was wir tun. Denn mit den Abschlägen und so weiter, da kommen wir eigentlich ganz gut zurecht. So, wir haben Rückenwind und es geht ziemlich runter. Jetzt muss ich gerade mal schauen. Es hat sich ein bisschen was auf dem Leaderboard getan, wenn ich richtig gesehen habe. Matt Kuchar minus 1. Matsuyama hat anscheinend auch einen Schlag verloren. Oh ja, wir sind jetzt hier zu viert geteilter Erster. Ja, da bin ich mal gespannt, wie hier der Computer weiter arbeitet, die KI. Okay, so, wir konzentrieren uns jetzt wieder auf den Schlag mit Rückenwind. Okay, theoretisch. Und dann mit reinfaden und dann müsste er doch da hoffentlich runterrollen. So. Er müsste doch dann da über den Hügel rollen.
Okay. Ja, besser auf über rechts, als wenn er in den Hang rein gerennt. Weil der müsste dann auf jeden Fall den Hang runter nach links springen und den Hang runterlaufen. Ah, nee, er bleibt. Ah, too strong for this all, eh? Ran out of fairway and into the rough. Big hit, though. Okay, das ist natürlich nicht gut. So, wir haben natürlich dann den Wind nach links und wir stehen unter dem Ball. Das heißt, der Ball müsste stark, stark nach links wegfliegen. Und wir haben 86,94. Da kann ich mir gar nicht vorstellen, dass wir mit dem Eisen 8 überhaupt dahin kommen. So, wir haben aber auch Wind. Aber wir müssen den deutlich... Ja, meine Sorge ist, dass wenn er zu lang ist, wir da hinten rausrennen und dann haben wir wieder Ärger. Aber 86,94. Ja, ein bisschen Eisen 7. Mhm. Okay. Wie gesagt, der wird deutlich. Und der Wind kommt ja auch noch dazu. Huhuhuhuhuhuhuhu. Ich werde ihn auf jeden Fall höher anspielen. Ja, okay, er geht Richtung Grün. Und bleibt er liegen. Weil aus dem Rough heraus hat er keinen Spin. Okay. That's a good shot out of the rough. Really controlled the lack of spin out of the grass. Ball didn't jump either, so did not go over the green. Boah, das wird jetzt auch wieder ein spannender Putt. Natürlich geht es jetzt hier deutlich bergab. Ein Fuß. Ein Fuß. 41. Mal schauen. Okay. Ja, das müssen wir auf jeden Fall machen. Und ich will nicht, dass er dahin in den Bunker rennt. So, er wird natürlich unheimlich über links gehen. Ja. Wird unheimlich über links gehen. Denke ich mal. Ja, komm, 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 komm. Ah, schade. So, jetzt wieder ein bisschen aufgepasst. Es geht bergauf. Wir haben aber wenig Break. Bergauf. So, über links. Nicely done. It is a par here at the third. And he's going to remain at 8 under. Ja, wir müssen bei den Rückputts wirklich konzentriert sein. Da dürfen wir keinen mehr liegen lassen. Another tough par 4, 497 yard fourth, which shares a fairway with the third and is just as tough. Hit it straight off the tee or you can definitely make a number you do not want. Oh, kurz gesteckte Fahne. Und false front. Immer gefährlich. So, der Wind wird ihn nach links, nach rechts. Er kommt von links, aber er ist auch kurz. Wir werden den Ball wieder schön low schlagen, damit er noch ein bisschen rollt. Aber jetzt gucke ich gerade mal. Ja, es ist eigentlich Kopfspielsprung. Wir versuchen, den einfach Mitte Fairway zu bringen. So, der ist Mitte Fairway und macht noch ein paar Meter. 268 Yards im Flug. Ja, und dann noch knappe 21. So, was haben wir? 179. Der Caddy sagt, wir sollen ein Eisen 7 nehmen. Der Wind kommt auf jeden Fall kräftig ins Spiel. Der Wind kommt kräftig ins Spiel. Ein Eisen 7. Ein Eisen 7. Kleines bisschen kürzer. Aber der wird eigentlich liegen bleiben, weil da ein bisschen False Front ist. Ja gut, auf der anderen Seite haben wir den Wind, der ihn eigentlich wegdrückt. Okay, wir versuchen es einfach mal mit einem guten Schlag. Also ein bisschen mehr Power drauf zu kriegen.
So, kommt er drauf? Springt drauf? Ah, schade. Gut. So, das ist jetzt wieder ein Pitch. 11, 7. Der bricht aber nach links. Gut. Und wir werden den jetzt mal hoch anspielen. Und roll hin, roll hin. Ah, okay. Diesmal zu kurz, kein gutes Up and Down. Naja, wobei, wenn er drin ist, haben wir ein gutes Up and Down. Aber da geht es jetzt extrem den Berg hoch, so wie es aussieht. Extrem. Ja, und wir haben jede Menge Break, aber so wie wir da Gas geben müssen anscheinend. That's in. It is a good par here at number four. And he'll stay right where he is. All right, so after a couple of brutish par fours, you get a little bit of a breather with the drivable 310-yard par four fifth. But you might be gasping for air if you end up in the wrong spot in one of those bunkers surrounding the green. And by the way, there are a half dozen of those, so keep it away. Ja, es bewahrheitet sich wieder einmal. Wir müssen einfach geduldig sein. Es hilft nichts. Wir müssen geduldig sein, weil wir hatten noch keine einzige Birdie-Chance, würde ich sagen. Und wir müssen schauen, dass wir hier Birdies spielen. Sonst wird es nichts. So, die letzten Male haben wir, wie gesagt, hier nie reingeschlagen. Wir nehmen wieder das Hybrid. Oh ja, die Kurve, die wird dann in den Hang gehen, so wie es aussieht. Ja, dann geht man ein bisschen mehr Mitte. Okay. So. Und ich hoffe, dass er nach rechts springt und nicht wieder... Ah, das war zu viel. Schlecht. Wieder schlecht. Ganz schlecht. So now with the ball below his feet, gotta be careful this doesn't go right. Ja, ja, und dann haben wir eben noch hier die... Okay. 60er Wedge. 4 Fuß nach oben. 90, 92, ja. Wir müssen hier definitiv hier. So, und dann wird er nach links. Spin wird er keinen drauf haben aus dem Rough heraus. Aber wir müssen auf jeden Fall aufs Grün. Bloß nicht zu kurz sein. Okay, wir stehen ein bisschen überm Ball. Das heißt dann links. Ja, und was sagt der Wind? Kommt überhaupt der Wind ins Spiel? Hm. Ja, geht doch nach links. Interessanterweise. Spinnt auch ein kleines bisschen, aber ich denke, das liegt eher am Hang. Es geht wieder deutlich bergab und das heißt, da müssen wir wieder vorsichtig sein mit dem Putt. So, 5 Inches, okay. 5 Inches. Aber wenig Break eigentlich, beziehungsweise links-rechts Break. Erstmal nach links und dann wieder rüber nach rechts. Das heißt, eigentlich müssten wir ein bisschen mehr nach links anhalten, aber nicht viel. Boah. Boah. Okay, komm, 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 komm. Ah, the pace absolutely perfect there. Down the slope, it's in for a birdie. And he's worked it to 9 under par. Now to the second par 3 at the home of the 2022 U.S. Open, the 197-yard 6th. A large green flanked by 2 bunkers. Birdie, definitely a possibility here.
Ja, ja, gut. Ich meine, wir gehen ja schließlich auf den Platz um 18 Birdies. Also wir haben 18 Birdie-Chancen, das ist immer so. So, okay. Eisen 6. Es geht nach unten und wir haben Rückenwind. Also eigentlich ist ein Eisen 6 zu viel. Ja, Rückenwind. Okay, wir müssen den irgendwie aufs Grün bringen. Wir müssen den irgendwie aufs Grün bringen. Wind und 11 runter. Das wäre normalerweise ein Schläger. Gut, wir werden den ein bisschen hoch anspielen. Er geht nach rechts, aber er geht aufs Grün, aber Mitte Grün. Oh ja, komm, bleib liegen. Bleib liegen. Okay, Fringe, Fringe. Okay. Certainly had enough power, just didn't have any touch. Ja, hätte man doch ein bisschen kürzer spielen sollen. Er will, dass ich den pitche. 22. Oh nee, nicht so wenig. 22. Vorhin war er deutlich zu kurz. 22, 15. Es geht ja auch ein bisschen runter. Und das Ganze geht nach rechts. Ja, da geht es aber dann eine Welle hoch, wenn ich das richtig sehe. Ja, geht gleich nach rechts und bleibt. Ja, ja, da ist eine Welle gewesen. The strike was fine on the pitch, shot ball first, then turf, just wasn't really hit hard enough. So. 12 feet still to go. Es geht weiterhin bergauf. Es geht weiterhin bergauf. Aber eigentlich mit wenig Break. Ja, doch, da ist schon einiges an Break. Da ist schon einiges an Break. So, ich hoffe, dass er diesmal das Break annimmt. Sonst rennt er uns übers Loch. Ah, rechte Lochkante. Und da ist das Birdie auch schon wieder dahin. Rechte Lochkante. Es war dann diesmal zu wenig. Vorhin war es zu viel. Diesmal war es zu wenig. Augenblick. Es geht ja bergab. Dass er uns wieder davon rennt. Yeah, that's well done, though it is for bogey here at the par 3. You will fall from the top of the leaderboard and wind up a shot back. Here now at the shortish 7th, a 378-yard par 4 that once again demands accuracy off the tee. If thoughts of birdie are on your mind. So, dieses Loch kennen wir jetzt auch ganz gut, diese Spielbahn. Und da müssen wir eigentlich auch nicht mit dem Driver spielen. Die Fahne steckt kurz. Okay. So, der Wind geht nach links. Das heißt, wir müssen definitiv. Aber gut, wir könnten natürlich jetzt mit dem Driver und dem Fade hier reinspielen. Aber ich möchte dann lieber mit dem Holz spielen, weil da haben wir ja ein bisschen was drauf. An Specs, die uns doch hoffentlich helfen, dass der auf jeden Fall präziser ist. Ja, das sollte doch passen. Gut, weil er springt ja ein bisschen nach links. Okay. Good balance, good follow through and a good start to this hole. So, 91 Yards bis zum Loch wieder. Just over 90 yards, all that's left here for his second. Mhm. Aber es geht auch berghoch. Ja, das wird nicht reichen. Da werden wir nicht hochkommen. Auch mit dem Wind. Glaube ich nicht. So, Approach. 60er. Und er bricht dann, er springt dann nach links.
Ja, der Wind erzählt mir, dass er nach dahin geht. Okay. Ja gut, wir haben halt Rückenwind, ne? Wir haben halt Rückenwind. Das müsste eigentlich fast die Höhe ausgleichen. So, noch ein bisschen rüber. Ah, aber wir dürfen nicht vergessen, jetzt spinnt er bestimmt. Ja. Rich, is that 8 or 9 feet? I don't know about that, but it is a great approach shot. 9 feet left here for birdie. Okay, es geht wieder berghoch. Die Frage wird wieder sein, rechte Lochkante reicht oder reicht's nicht? Es geht berghoch, er wird erstmal am Anfang keinen Break annehmen. Verhungern soll er aber auch nicht. Ah. Nee. Ja, deutlich zu stark, aber ich glaube, der ist auch gleich links weg vom Schläger. This from 7 feet. Der ist aber auch gleich, habe ich das Gefühl gehabt, am Leben. Jetzt müssten wir mal so eine Zeitlupe haben, weil für mich sah das aus, als wenn der gleich links vom Schläger weg ist. So, jetzt haben wir natürlich ein bisschen. Ja, okay, es ist eben und dann geht es ein bisschen hoch. Aber das war jetzt eigentlich, glaube ich, zu schnell. Der war echt zu schnell unterwegs. Linke Lochkante, der müsste doch jetzt da reinbrechen. Das war jetzt eine gute Birdie-Chance eigentlich. So, Matsuyama. Minus 9. Ja, ich denke nicht, dass wir heute nochmal hier in Albatros spielen. Das wäre natürlich, ja, der Game Changer sozusagen. Die Fahne steckt auf der rechten Seite. Okay. Ist ja kein großes Grün zum Anspielen. Und berghoch. Gut, das heißt, da müssen wir auf jeden Fall jetzt ordentlich Gas geben. Das heißt, wir gehen hier über die rechte Seite und der Wind sollte den Kollegen hier reindrücken. Parallel dazu werden wir den flach anspielen. So ein bisschen mehr. Okay. Ah, der geht mir ein bisschen arg grad. Ah doch, das geht sich aus. Der rollt jetzt hier runter. That will do just fine. Okay, 261 war Carry, das war jetzt nicht allzu viel, aber wir haben dann am Schluss 292. Das heißt, wir müssten das Grün angreifen können, und zwar mit einem Hybrid. Oh je, und die Fahne steckt ja auf der rechten Seite. Der Wind geht nach links. Und ist natürlich höher, deutlich höher. Wenn wir hier in den Hang kommen, dann springt er nach rechts in den Bunker höchstwahrscheinlich. Ja, also hier jetzt aufs Grün zu kommen, ist natürlich wieder so eine Kunst. Hybrid. Mit dem Wind. Ja, ich überlege gerade, ob wir da noch irgendwas verändern sollen. Ja, wenn es dumm läuft, bleibt er in der Volksrund hängen. Ja, der geht mir zu weit links, aber er geht in den Hang und springt hoch. Okay. Das ist immerhin jetzt die Möglichkeit auf einen Eagle. Aber wir können zumindest hoffentlich ein Birdie spielen. Oh ja, da geht es aber heftig den Berg runter. Da geht's heftig einen Berg runter. 10. Ja, der wird nicht bremsen. Der wird überhaupt nicht bremsen. Jetzt müssen wir wieder das Gefühl haben, wie viel. Den möchte man am liebsten wirklich nur antippen. Ja, Berg runter und rechts weg.
Ja, und wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir das Birdie zumindest spielen. Wenn der jetzt nicht fällt, dann zumindest das Birdie. Also ziemlich weit links anhalten, damit er nicht so weit rechts rüberläuft. Rollt. Oh ja, das war dann sehr vorsichtig, sehr zaghaft. Und das wird keine Bargain von da, um den 3-Putt zu vermeiden. This will slide a bit right. It's for birdie. So, es geht immer noch bergab. Ja, ich habe schon wieder das Gefühl, dass der gleich vom Schläger rechts weggeht. Ah. He's not gonna be real happy with that. Wow. Oh, das tut weh, das tut weh. Das tut echt weh, das ist ja fast wie im echten Leben. Da hatten wir die Chance auf einen Eagle, dann ist es ein 3-Putt und jetzt müssen wir sogar aufpassen, dass wir nicht noch einen Schlag verlieren hier, weil es geht hier kräftig bergauf. Jetzt noch und wir haben immer noch, naja gut, das hat ja auch einen Grund, warum der Ball, der Stock hier, die Fahne auf der Seite ist. Okay, good roll there. It is a par here at the 8th. And he'll stay a couple of shots off the lead. Ja, schade, schade, schade. Wir nutzen unsere Chancen nicht. We finish up the outward 9 here at the legendary country club with the 425-yard par 4 9th. Fairway is flanked with trees. Avoid the water on the right. And a birdie might be yours. So, die Fahne steckt diesmal auf der linken Seite, also prädestiniert für einen Draw. Auch diesmal werden wir nicht den Driver nehmen, denn der Driver, der ist uns, ich möchte gerne hier oben liegen bleiben. Weil sonst laufen wir eben Gefahr, dass er uns runterrennt. So, ja. Bisschen rüber. So, das sieht erstmal ganz gut aus. Und jetzt ist die Frage, bleibt er da oben auf dem Plateau liegen? Oder rennt er den Hang runter? Hit fairways, hit the middle of the club face. That's what they did, right there. From the fairway, noted, this is second. Left himself with 149, standing on the wrong side of par right now, looking to get back to even. So, den müssen wir jetzt aber dramatisch hier reindrohen. Jetzt muss ich nochmal schauen. 2 Fuß bergab. Das heißt normalerweise kürzer. Auf der anderen Seite haben wir den Wind. Okay. Draw. Und etwas höher anspielen. So, der wird doch hoffentlich gleich liegen bleiben. And a good approach shot, just not quite as close as what you'd like, but still solid. Tja, ich weiß zwar nicht, warum er sich so freut. Ja. Aber das haben wir auch wieder. Jetzt haben wir zwar nicht das Wahnsinnsgefälle. Aber der Break ist natürlich sehr, sehr stark. Sehr, sehr starker Break von rechts nach links. Okay. Na, geht auch wieder vorbei. No, just appeared to be befuddled by the break there. Ja, so ein kleiner unerwartetes Birdie, das würde jetzt gut tun. Bergauf. To tap in there for par at the ninth.
And that's going to be a one-over score of 36 on this outward nine. So, da haben wir ja dafür gesorgt, dass es doch noch spannend wird. Here as we begin the backside, it is the 10th at 513 yards. There is a small creek which crosses the fairway. You can see it's a slight dogleg to the right. This is a solid challenge. Ja, da haben wir wieder mal dafür gesorgt, und zwar wir selber, dass es spannend ist. Wir haben jetzt einen Schlag verloren und Matsuyama liegt jetzt, glaube ich, zwei Schläge vor uns. Wir gucken mal schnell nochmal aufs Leaderboard. Die Scorekarte ist jetzt nicht ganz so erfreulich. So, minus 8, wir haben plus 1 und Matsuyama hat minus 2 im Moment, ist eine Bahn vor uns, nämlich an der 10, ist er schon fertig. Und die ersten im Clubhaus minus 4, minus 3, da sind wir ein bisschen weit davon entfernt. Okay, ja, da werden wir noch ein gutes Stück Arbeit haben und wir müssen sagen, ja, das einzig Positive, dass wir unseren Score wenigstens einigermaßen zusammengehalten haben, denn im Großen und Ganzen muss man eigentlich konsternieren, dass wir zu viele Fehler gemacht haben. Wir haben zu viele Fehler vor allen Dingen auf den Grüns gemacht und das wird natürlich bös bestraft. Ich denke da nur an die 8, wo wir eigentlich hätten ein Birdie spielen müssen und dann spielen wir ein Dreipad. Naja, okay, wir wisst Bescheid, wir sind bei den US Open, das waren die Front 9. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß und ich hoffe, es ist auch spannend genug für euch. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann wieder einschaltet, wenn wir im nächsten Video uns die Back 9 anschauen, die letzten 9 Bahnen hier bei den US Open. Und dann dürfen wir gespannt sein, wer am Schluss hier die Trophäe mit nach Hause nimmt. So, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder zuschaltet. Und bis dahin wünsche ich euch allen ein schönes Spiel.